Unsere nächsten Talente sind direkt ins Finale gewählt worden mit einem Supersmile, und zwar vom Betrapp. Hier Startnummer 08, die zwei Volltrotteln. Wir zwei sind zwei Volltrotteln. In Kärnten hat sich wieder ein Politiker zerstessen. In Belgien hat einer 13 Kinder aufgegessen. Ihr wart so präzise zu zweit und inhaltlich war das so toll. Eure Performance ist großartig, ihr seid großartig. Ich möchte euch meinen Sondersmiley. Nein, du hast ihn! Aber dann war Chili mit Dominik Hampel. Na, da haben wir geschwimmt. Guten Tag, Chili. Es war halt wegen der Schlusspointe. Servus. Kommt her. Also heute, muss man ehrlich sagen, habt ihr uns gerade aufgeweckt. Wir haben ein bisschen vergessen, dass schon Montag ist. Ich habe gesagt, muss ich überraschen. Es ist nicht Montag, es ist also, Freitag. Na, macht ja nichts. Aber Burschen, das ist kein schönes Bild für das Hauptabendprogramm. Bitte umziehen. Und zwar Dali. Und jetzt mal im Ernst, schon einen Plan fürs Finale? Wir kommen, singen und gängen wieder. Das ist der Plan. Spitzenplan. Und was, wenn der tatsächlich aufgeht? Na, mit den 25.000 Euro, dann machen wir uns eine gescheite Küche. Zwingender Kichen. Zwingender Kuchel war das. Und das ist jetzt die große Comedy-Chance für die zwei Volltrotteln. Kleine Kuchel. Wow, Leiwand, danke. Abend, Tag. Wir sind zwei Volltrotteln. Und das haben wir zum Song. Alter, ich sag der Gwendi, Gwendi nicht so an der Handy. Alles, was du redst, alles, was du schreibst und was dich umeinander treibst, alles wird gescreent, alles wird gehackt, von Computern durchgecheckt. Und wie wenn das nicht rächert, wird es alles auch noch gespeichert. Heute denkst du, geh, ich hab ja nichts da, nur was weiß man irgendwann, kommt ja vielleicht plötzlich der Tag, wo der Staat dich nimmer mag. Alter, jeder Schnitzer von dir wird überwacht und du zahlst noch dafür. Du bist so stolz, was du mein Handy alles kannst, dabei hast dich selber verwanzt. Alter, 30 Grafe ohne mein Akku raus. Was, wenn du weg ist, das Handy zu Haus. 30 Grafe ohne, sei nicht so bequem. Ohne kannst du auch überleben. Notizen und Liebesbrief schreibst auf ein Zell. Termine und Nummern, die speicherst im Shell. Und wann du wen treffen willst, sag wo und wann. Und nicht, ich ruf dich noch an. 30 Grafe ohne, sei nicht so bequem. Ohne kannst du auch überleben. Da glaubt man mir, wären sehr gesteuert vom Fernseher. Dass man nur ja nicht so überdenkt, wird man herrlich abgelenkt. Mit einer Box vom UPC, 110er Full HD. Sogar einmal um die Christel, stellt sie jetzt auch so ein Kistel. Weil sie hat gesehen in der Reklam, der Kratzki hat das auch daheim. Mit einer Freude von früh bis spät spült sie der mit sein Gerät. Robert, bitte sei auf der Hut, das Glasfaserkabel, das tut dir nicht gut. Das kommt durch die Scheißrohr, dort mischt sie alles zusammen und das ist dein Fernsehprogramm.
Robert, dreist Graffelo, steck in Stecker aus, steh von der Couch auf und geh aus dem Haus. Dreist Graffelo, sei nicht so bequem, lebe dein eigenes Leben. Das Fernsehen kräut eine in alles, was du träumst, und scheiß dich so zu, dass dein Leben versammst. Geh raus und werd wieder super top fit, wie sagt er, das Leben ist ein Hit. Dreist Graffelo, sei nicht so bequem, lebe dein eigenes Leben. Lebe dein eigenes Leben. Lebe dein eigenes Leben. Alter, gibt's das so, Alter, kann das sein? Überall schraffen seine Gischverlampen ein. Nein. Überall geflimmer, es wird immer schlimmer. Mir kommt der Scheißdreck nicht in mein Zimmer. Das Licht ist ohr, Gold statt warm. In dem Licht hat mein Gesicht ganz scheißliche Form. Dies fucking Scheiß, it hört's mich in mein. Jetzt wachse in der Gischverlampe. Wachse in der Gischverlampe. Wachse, 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 wachse. Wachse in der Gischverlampe. Wachse in der Gischverlampe. Wachse in der Gischverlampe. Faxe, 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 Energiesparlampe. Dinner in the Candlelight, das ist was am Madel gefreut. Dinner wissen Neonrehm, kann im Leben kein Stich nicht wehren. Faxe, Energiesparlampe, Faxe, Energiesparlampe. Faxe, 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 Energiesparlampe. Energiesparlampe. Wenn Sie den Song noch nicht kannten, dann werden Sie mindestens bis Montag singen. So ein Urwurm ist das. Aber viele kennen ja schon, hat er ja über fast 400.000 Klicks auf YouTube schon. Andi, Entschuldigung, ich habe kein Wort verstanden. Ich habe euch Lob gepreist. Das ist sehr lieb von dir. Warum der Song heute hier auch im Internet schon ein großer Erfolg? Weil er geil ist. Auf alle Fälle. Inhaltlich vielleicht, wenn wir kurz drüber sprechen. Ihr kriegt eine neue Küche für 25.000 Euro. Das wäre fein, ja. Das wäre so super. Das würde sich auszahlen. Welche Lichtquellen werden dann da verwendet werden möglicherweise? Kerzen. Na sicher. Dinner in the Candlelight. Aber wenn das stimmt, was wir da im Film gesehen haben, dann solltet ihr euch eher ein größeres Bett kaufen, oder? Damen immer besuchen. Ja, das war was, ja. Gut. Das war ein lustiger Abend. Könnt ihr euch halt dann überlegen. Robert, du bist persönlich angesungen worden im ersten Lied. Wie hat es dir gefallen? Bus. Wir machen uns so Sorgen um dich, weißt du? Sorgen wirklich wahr? Ja, das ist sehr freundlich von euch. Du musst nicht so früh aufstehen und dann sitzt noch den ganzen Abend, sitzt da vor dem Kastel. Und ja, ihr habt ja keine Ahnung, was ich dazwischen alles mache. Ja. Das ist uns eigentlich. Aber ich muss ehrlich sagen, ich werde aufstehen und werde einmal zu euch zum Frühstück kommen, weil das schaut irgendwie gut aus bei euch. Ein bisschen Platz im Bett, oder wie? Nein, also das kannst du ja sagen. Platz im Bett. Weil ich ja der festen Überzeugung bin, und das soll wirklich ein Kompliment sein, dass das wirklich Lustige hier heute tatsächlich auf der Bühne passiert, mache ich es ganz kurz und bündig. Ihr seid unglaubliche Profis, ihr seid gesanglich, musikalisch, schauspielerisch sensationell, ihr bringt die Gags an der richtigen Stelle, die Synchronität haben wir eh schon gesagt, wie gleichzeitig ihr singen könnt, wie perfekt das eingespielt ist. Seid ihr jetzt haben? Dann frage ich mich, was die Mädels bei euch gemacht haben. Ich glaube, der Andi ist da, um die Fragen zu stellen. Ich kenne mich gar nicht mehr aus jetzt. Ihr seid großartig und ganz großes Kompliment. Ihr verdient wirklich die ganz große Halle. Das hat nichts mehr mit Kleinkunst zu tun, das ist Großkunst. Wir sind alle irgendwie zusammen. Peter, wie hat es dir gefallen? Das war voll Trautung. Peter. Es ist ein Ausbund an Kreativität, ist überwältigend, auch der gesamte Vortrag, einfach 1A. Und mal sehen, wie das Publikum heute entscheidet. Ja, sehr talentiert, sehr begabt, und ich liebe, ist das der Faxe vor, aber nicht der Dicke von Vicky, ne? Faxe, Energiesparlampe. Das ist nur schlechtes Englisch, Faxe, was? Okay, Faxe. Peter Rapp, der junge alte Hase, du hast schon einen Riecher, wem du den Super Smiley gegeben hast. Nein, Entschuldigung, ich habe mich verdrückt! Oh Gott! Und das
deshalb wurde ich jetzt rot. Ich bitte um Entschuldigung, die Uli ist blond. Ja, eindeutig. Gott sei Dank sind wir nicht beim Kartenspielen, weil dort was liegt, das biegt, aber hier kann man... Und also, es ist ja nur eine Anregung. Sie zu Hause stimmen am Ende der Sendung ab für Startnummer 08, die zwei Volltrotteln.